Hallo, in diesem Video erzähle ich dir, welche zwei Dinge du können, und ich spreche wirklich von können und nicht nur kennen solltest, bevor du an einen Handspring denkst. Wenn du zum ersten Mal hier bist und immer wieder auf der Suche nach Pole Dance Tutorials oder Wissenswerten zum Thema Pole Dance bist, abonniere unseren Kanal, aktiviere das Glöckchen für unsere wöchentlichen Videos. Mein Name ist Mona Abinger, ich bin Studio-Owner und Instructor bei Pole Arts. Der Terminus Handspring gefällt mir gar nicht, weil springen geht gar nicht. Kontrolle und Kraft sind die Stichwörter. Du sollst nicht einfach hineinspringen und oben warten, was passiert, sondern du sollst den Weg von unten nach oben kontrollieren. Und nein, ich spreche nicht von einem Deadlift, sondern ich spreche von kontrollierter Dynamik, um Verletzungen vorzubeugen. Also, folgende zwei Dinge solltest du beherrschen, bevor du dich an einem Handspring probierst. Das ist erstens dein Air Invert. Den solltest du können. Und ich spreche von können, nicht nur von kennen, sondern von können. Und das zweite, ja, ist natürlich dein Air Shoulder Mount. Den solltest du auch können. Und auch da nicht nur kennen, sondern können. Diese zwei Sachen sind wichtige Grundlagen und Basics hinsichtlich der Kraft und der Körpermechanik, um deinen Handspring kontrolliert dynamisch auszuführen. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal anmerken, dass zwischen einem Air Shoulder Mount und einem Handspring noch viele Sachen sind, die wirklich übenswert sind. Dass ein Air Invert und ein Air Shoulder Mount lediglich eine Minimum-Anforderung sind, bevor ich einen Handspring probiere. Wenn du Pole Dance liebst und wenn du es wirklich länger machen möchtest, dann achte darauf, dass dein Körper für die nächste Anforderung bereit ist. Achte darauf, mit Kraft zu arbeiten und nicht einfach irgendwo eine zu springen. Und das bitte auch nicht falsch verstehen. Motivation ist maximal lobenswert. Nur Übermotivation resultiert in Verletzungen. Wenn du nun motiviert bist, an deinem Air Invert und deinem Air Shoulder Mount zu arbeiten, den Link zu unserem Conditioning-Video stelle ich dir unten nochmal in die Beschreibung hinein. Arbeite daran! Wenn dir unser Video gefällt, gib uns ein Like, teile es mit deinen Freunden, schreib in den Kommentaren, wie es dir mit dem Handspring geht oder gegangen ist. Und wenn du wöchentliche Videos haben möchtest, abonniere den Kanal und aktiviere das Glöckchen. Wir sehen uns. Bussi, Baba.